Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Keller und Kopf. Ich mache nur mit dem Szenario weiter, das Gras ist immer grün. Beginnen wir gleich. Schauen wir, was kommt. Kurz mal an. Ja, Montagabend, frisch aus der Badewanne. Und ein paar Folgen aufnehmen. Zwei, drei, vielleicht vier, mal schauen. Mal sehen, wie lange ich fit bleibe. Ja, wir haben um 10 nach Hause gekommen von der Spätschicht. Und jetzt können wir ein bisschen ja, zum Lado spielen, ne? Oh, jener Wetterlage und Art des Grünlandes kann ein Landwirt diesen zwischen 2 und 6 Mal pro Jahr ernten. Entweder als Grassilage, als Heulage oder als Heulage oder ab. Oder aber auch als Heu. Bei Grassilage ist das Gras nur angewillt. Heulage ist noch nicht ganz trockenes Heu und wird daher siliert. Heu hingegen ist sehr trocken und kann genau. Achso, ist genau diese Ernte zeigen. Ich gehe in diesem Szenario. Viel Erfolg. Achso, okay. Jetzt hatten wir das von gestern schon gehabt mit Heu und Gras. Da kommt der Hund hier. Fahre mit dem Glas Arion und Mähwerk zum ersten Grasfeld. Hat auch immer gejault? Neu. Egal. Der Hahn ist immer hier und die Katze ist auch noch irgendwo hier, treibt sich rum. Ich glaube geradeaus zu. Wir haben ja auch genug Mäuse im Stall. So. Der Traktor ist hier. So, wo ist das Mähwerk? Gute Frage, ne? Das ist. Hat sich hier versteckt. Ja, Mieze. Leider keine Zeit. Muss unser Mähwerk suchen. Das Schubkarre. Geht Lenkung? Nö. Tor geht auf. Oder das Mähwerk vielleicht bei der Wiese. Am Stall wird es ja nicht sein, ne? Wir fahren mal zur Wiese. Normalerweise kann das nicht sein, normalerweise. Wo ist er vielleicht im Stall, im Schuppen drin oder in der Garage? Da gucken wir mal rein, bevor wir los für Düsen, ne? Machen wir die Perspektive hier so. Dann geht der automatisch auf. Hier ist nix. Hier auch nix. Mäuse sind da. Bisschen laufen. Ah, hier ist auch nix. Hätte ja sein können, ne? Ja. Gute Frage. Eine Garage vielleicht? Oder eine Werkstatt? Nix. Auch nix. Ungünstig. Wo ist ein gutes Stück? Ah! Naja. Das steht genau, hat genau neben mir gestanden. Na gut. Ja, gut, dass wir mal geguckt haben. Ich wäre beinahe zur Wiese gefahren. Das wäre was geworden. Hab da gesucht. Hätte zurückfahren können. Ja, das ist das zweite Szenario. Oder Szenario, wie Ding heißt hier. Ja, und das machen wir jetzt. Da kann ich jetzt mal 1000 XP-Punkte verdienen.
Das ist ganz gut. Das werde ich brauchen, um in der Karriere, ups, zu spät gefahren. In der Karriere entsprechend eher vom Landkauf über Maschinenkauf. Das kann man sich über XP dann freischalten. Sonst wird das nix. So, wir fahren mal zur Wiese, wir sollen ja Heu mähen, ne? Oder Gras mähen, ne? Dann wird es eher später zu Heu. Anscheinend haben wir mehrere Wiesen. Macht ja auch Sinn, ne? Ups. Ist der so schnell, kommt er nur so vor. Mal lieber gucken. Ab und zu kommen hier auch ein paar Autos. Das kann man übrigens einstellen, dann fahren auch mehr Autos. Wenn Autos stören, KI-Autos stören, dann schaltet mir ganz gerne ab, aber hier lasse ich nochmal laufen. Hier sollen wir hinfahren. Wie schön. Ich finde immer erstaunlich, dass der andere Wiese nicht geht, aber gut. Wie du siehst, das ist eine kleine Fläche, die schnell gemäht ist. In der Praxis wird darauf geachtet, das Gras von innen nach außen zu schneiden. Das heißt, du fängst in der Mitte des Feldes an und arbeitest nach außen. So kann das Wild nach außen zum Beispiel in den nächsten Wald flüchten. Ach so. Eben war das ganz kurz weg. Das machen wir weg. Nein. So, V. Normalerweise würde es eher anders mähen, ne? Aber gut, wenn er so haben möchte. So, X. X auch noch, ne? Neben V und auch X. Und na, wir fahren in der Mitte. Wir machen mal so, wie er es haben möchte, ne? So, mehr das Feld. Ja, so ungefähr. Das im Kreis fahren ein bisschen ungünstig, weil das einfach, naja. So. V. B. Wir fangen mal so an. Mann, bitte. So schnell. Besser wäre ja eigentlich so ein großes Mähwerk, dann wären wir auch schneller fertig. Das habe ich so gedacht. Naja, gut, aber nicht schnell nochmal mähen. Wie auf Tee gehen. Mehr das Feld, genau das wir tun. Wenn jetzt schon Wild hier drin wäre, wäre schon längst weg. Bei dem Lärm. Ich meine dazu sagen, ein Rehkitz, das flüchtet nicht, das bleibt trotzdem liegen. Die ducken sich höchstens noch.
moderne Bauern haben so eine Drohne und dann überfliegen sie die Wiese kurz vorher oder lassen die mit Arbeit mit Verbänden zusammen, Naturschutz, und dann überfliegen sie die Wiese mit einer Drohne. Also, auch wenn es nur eine kleine Fläche ist, hier ist Konzentration gefragt. Denn man weiß nie, ob im hohen Gras ein abgebrochener Ast liegt, den man nicht zu Futter haben möchte. Und so, ja. Das heißt, die Bäume müssen weg. Also schon Dreck haben, ne? Ganz kurz mal hier den anderen wegnehmen hier. Das stört mich. So, lächeln. So, Mitte. Ach, machen wir weiter. Wenn wir zum Schluss machen, diesen Kreis in der Mitte zum Schluss. Also wenn ich den Ast rausnehmen könnte, per Hand, dann wären wir neu. Aber da hat er recht, ne? Aber glaub mir, in einer großen Wiese, die ich bei mir zu Hause so kenne, da ist weit ein Waldkernbaum in der Nähe. Am Rand höchstens. Aber wenn das Gras so hoch ist, sieht man diesen Baumstamm auch nicht, den Ast auch nicht, da fliegt er mit durch. Ja, lassen die Kühe auch immer liegen, den Ast. Die Pferde auch. Das fressen die nicht mit. Einzige wäre von Häckseln, das wäre ein bisschen blöd. In der Realität muss beim Mähen auf die richtige Hüthöhe geachtet werden. Mähst du zu hoch, bleibt Futter auf der Wiese liegen. Zu tief, das Gras kann nur schwer, das Gras kann nur schwer neu austreiben. Im Waldwachs in die also 7 cm ungefähr eine Handbreite. Ja, das kann man ja einstellen, ne? Das soll ich mir jetzt merken, für Zukunft, oder wird schwierig. Aber wiederum, ich weiß, wir haben so eine Verschleißfläche in der Firma dafür, dass das Mähwerk eigentlich aufliegt. Ob sie dann ja 7 cm sind, das weiß ich nicht. Weil die Messer sind ja ein bisschen höher. Also ein bisschen ungefähr auf das hinkommen. Dass automatisch dann die Höhe ist. Gleitkufen, und darauf sind die
Messer also montiert. Trommel, die sich dann schnell dreht, wie beim Rasenmäher, nur halt mit einer Größe halt. Ne? Ja, ich versuche mal das hinzukriegen. War 20 Minuten heute pro Folge. Aber das lässt sich sowieso nicht so abarbeiten wie jetzt ja, nach dem Tutorial, wie man sagen könnte, ungefähr. Das kriegen wir so hin. Das klappt so nicht ganz. Aber mal schauen. Ansonsten mache ich mir ganz gerne eine Arbeit fertig und dann geht's weiter. Aber in dem Falle schaue ich mal die Zeit. Irgendwas ungefähr. Kommt dann hier auch ein paar Sekunden an, ne? Ja, morgen ist ja Dienstag, ne? Geht die Woche gleich vorbei. Auf Hause gehen wir uns. Und heute ist ja wieder das ganze Ding in Kraft. Der blieb doch wieder Lockdown. Obwohl es rein gar nichts bringt. Wir können ein Virus so nicht um die Ecke kriegen. Ein Virus muss sich totlaufen. Vor allem so ein Blödsinn mit der zweiten Welle, das ist totaler Quatsch. Gibt's gar nicht. Bei Mehl ist außerdem wieder darauf zu achten, dass die gesamte Arbeitsfläche ist mir klar. Bei einem Glas Disco heißt das für dich, immer auf dem Gras, neben dem Gras zu fahren. Dann schneide ich das Gras vollständig, nutzt auch die gesamte Arbeitsfläche. Ja, über die Lenkungskette wird es ja vielleicht gehen, ne? Und die geht aktuell nicht. War nur hier im Spiel, war das schon. Die Tastatur ist ein bisschen, naja, schwierig teilweise. Muss man GPS einschalten, ne? Dass es geradeaus geht. Durch eine Kurve. Gerade da ist es schwierig. Naja, gut. Hier noch den Leitrest. Gut. Befassen wir uns mit dem Mittelteil hier. Das Mehl wird ganz schön laut, ne? Und jetzt eigentlich sollte eigentlich passen, mal Lautstärke her. So. Die Methode so ineffizient, also innen außen. Glaub mir, wenn hier noch Reh drin ist, also wachsende Tiere, die wären längst weg. Die laufen schon weg, wenn ich komme. Weil der Traktor so laut ist. Tempomat.
So muss es sein normalerweise. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ja, den Rest mal gleich fertig. Oder ich melde mich gleich wieder. Mal sehen. Das ist aber schon Dank fürs Reinschauen. Für die erste Folge heute. Ne, heute nur eine. Im Plan ändert sich nichts. Morgen geht es hier weiter. Hier bei Kettle und Cops. Ja, mit Gras. Tschüss, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.